Es gibt Menschen in unserer Nähe, die es mit wenig Worten schaffen, uns aus der Ruhe zu bringen. Ein Mail, ein Telefonanruf, ein Blick, ein Wort, was wir so im Vorbeigehen gehört haben, reicht aus, um uns aus unserer Ruhe, aus diesem Shalom Gottes herauszubringen. Wir fangen an, in unguter Weise da einzusteigen und wir können fast gar nicht mehr aufhören, in diesem negativen Reden und in diesem Schimpfen mitzumachen. Es bekommt quasi eine eigene Dynamik, was wir da tun. Die Worte gehen ruckzuck und ganz schnell über unsere Zunge und wir können sie nicht mehr zurückholen. Wessen wir uns bewusst sein müssen, ist einfach, dass es nicht die Menschen an sich sind, die uns da in dieser Bosheit begegnen, sondern dass es die Mächte der Bosheit in der Himmelswelt sind. So bezeichnet es die Bibel im Epheserbrief. Wir müssen wirklich weise und klug sein, dass wir nicht einsteigen in negatives Reden, dass wir nicht diesem Verlauf begünstigen, dass wir unsere ganzen Emotionen da reinlegen, den freien Lauf lassen und in dieser negativen Haltung Dinge sagen und uns verhalten, die uns wirklich nicht gut tun. Vielleicht musst du dann hinterher hingehen und um Vergebung bitten, damit dieser negative Prozess aufgelöst wird. Der Herr spricht in seinem Wort, dass er uns gute Worte in den Mund legen will, dass er uns eine Stärke geben will, die sich erhebt über diese negative, frustrierende Situation. Über diese Worte, die da negativ rauskommen, da möchte er uns vorher einen Schutz geben. Im Epheserbrief wird uns dieser Schutz angeboten. Wir können diesen Schutzmantel, in dem Sinne wird aber von einer Rüstung gesprochen, von einer Waffenrüstung, wir können sie anlegen. Und in diesem Bild mit der Waffenrüstung ist auch gemeint, dass es da um einen Kampf geht. Nicht um den Kampf gegen die Person, die uns jetzt da in Aufregung, in den Aufruhr und in negative Dinge reingebracht hat. Sondern es geht darum, dass wir diese Waffenrüstung, die der Herr uns anbietet, anlegen und in seiner Kraft und Autorität agieren. Ich lese jetzt dir zur Ermutigung diesen Text vor, den der Epheserbrief uns da schreibt. Es ist etwas, was dich auffordern soll, dein ganzes Denken einfach von diesen negativen Umständen, von diesem, was gerade da in dein Leben reingesprochen wurde, einfach wegzunehmen und dir eine Möglichkeit zu geben, wie du dich mit Gott darin verhalten kannst. Ich lese das vor, da heißt es: Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu den Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Lass uns zu dieser Strategie Gottes mehr und mehr greifen, jeden Tag. Die Strategie Gottes wird dir einen Raum schaffen, in dem du wirklich über die Dinge herrschen kannst. Und ich wünsche dir, dass du ganz neu diesen Schatz, diese Möglichkeit der Waffenrüstung Gottes ergreifst, damit du als Sieger aus den Situationen herausgehst. Gott hat mehr für dich.